Aber jetzt ist es ja so, dass man das immer beklagen kann, überall Korruption. Jeder kann aber ja bei sich anfangen. Wir sind ja alle irgendwie bestechlich. Und da hat jeder so seinen eigenen Werteding, Zeug, Kodex. Ja. Und bei manchen sind es die 10 Gebote. Und sehr interessant fand ich, dass Sie gesagt haben, Ihr Leitmotto, so eine Art Motto, sind die Grundsätze der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist, wie setzen Sie das im Alltag um? Freiheit ist doch wunderbar. Ne? Freiheit ist da, dann Brüderlichkeit. Brüderlichkeit ist, wenn Sie mir was schenken, schenke ich Ihnen demnächst auch mal was. Wenn ich wiederkomme, falls Sie mich mal wieder einladen, bringe ich Ihnen dann was mit. Gucke ich dann, was Sie früher gelesen haben. Ja. Oder ein paar Peterhefte, die nicht dabei waren, damit Sie den... Ne? Ja. Solche Geschichten. Ne? Ja. Was ist Ihr, wie bleiben Sie sauber? Was treibt Sie sehr an? Sehr mühsam. Also viel waschen? Nein, ich davon gehe ich aus, aber man ist ja verführert, man ist ja zu verführen. Ja? Man ist absolut und wenn zu man prominent ist, Sie sind ja ein Leitbild. Sie sind ein Vorbild. Sie haben also schön gesagt. Ich weiß nicht, das sagen Sie jetzt so. Sie sind ein Vorbild. Da Sie ja jemand sind, der ein skeptischer Kabarettist ist, dann frage ich mich, was Sie da im Hintersinn haben, wenn Sie gar sowas nichts sagen. Gar nichts, ich verehre Sie. Oh, danke. Ja. Und Sie haben mal gesagt, und damit kann ich mich sehr gut fühle ich mich angesprochen, der Mensch muss den Ruhm fürchten, wie das Schwein das dick werden. So ist es. Ja. Ja, Sie wissen darum. Man kommt auf und dann wird man geschlachtet von den Medien. So ist es. Da gibt es einen sehr schönen Mediensingle. Und zwar, das war zur Zeit von Ceausescu. Die Kühe stehen auf der Weide in Rumänien. Und eine frisst und wird dicker und dicker. Und die anderen, ganz mager, dann sagen die zu der dicken Kuh, warum isst du so viel? Wenn du so dick bist, dann kommst du nach Bukarest und wirst geschlachtet, sagt sie. Aber dann in den Westen. Ach, dann in den Westen war die. In den Westen. Ja? Ne? Ich habe es akustisch so nicht verstanden oder auch nicht kapiert, das weiß man nicht. Und so ist das mit dem Mensch. Genau. Der muss den Ruhm fürchten, wie das Schwein das Dick wird. Deswegen haben Sie halten sich auch so zurück bei diesem ganzen Kerner-Beckmann-Dogshow-Gesindel. Ne? Sind Sie nicht so viel vertreten, oder? Och, ich war auch schon bei Herrn Kerner, aber ich war auch schon bei Herrn Beckmann. Ja, aber noch nicht so eher selten. Ne? Sie haben ja was Besseres zu tun. Also ich, als große Ehre, dass Sie zu mir gekommen sind. Ich finde es eine große Ehre, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, ist es auch, natürlich. Eben. Sie haben Ihre ehemaligen Kollegen von ARD und ZDF sehr heftig kritisiert. Handwerklich die Nachrichtensendung. Sie haben gesagt, keiner hätte das gesamte Bundeskabinett mal komplett vorgestellt. Meinen Sie, es hätte sich gelohnt? Ja, natürlich, damit wir was zu lachen haben. Ja. Aber wissen Sie, ich bin nun mal ein Nachrichten-Junkie. Ja. Und deswegen möchte ich dann auch alle Nachrichten vollständig haben. Und es ist ja so, manchmal muss man irgendwas loswerden. Und ich hatte mit vielen Kollegen in den Sendern gesprochen und so weiter und so fort. Und ich sagte immer, das ärgert mich und das ärgert mich. Und ich finde, wenn ich in die Tagesschau gucke, dann will ich das ganze Kabinett haben, wenn es gebildet wird. Und wenn nicht, dann kann man ja einen Brennpunkt machen. Aber in der ARD ist es so, freitags ein Brennpunkt ist schlecht, weil freitags ist der große Film. Mhm. Ach so, dann... Okay, der Film ist wichtiger als ein Bundeskabinett. Ich bin der Meinung, es ist ja doch ganz interessant zu wissen, wer bleibt und wer nicht. Sie haben ja, Sie sind ja großer Fan, habe ich gehört, von dem Entwicklungshilfeminister. Ja. Sie sind ja großer Fan. Da habe ich Bilder. Der hat auch eine tolle Mütze. Aber ich sage nicht wo. Ja. So, ich meine, das ist doch, man will doch erfahren, dass einer, der ein Ministerium abschaffen wollte, dann der Minister dafür wird und dann ist natürlich nicht abschafft. Ich würde bei dem Kabinett sagen, man will nicht erfahren, man will sich abfinden. Es sind nur ein paar Leute drin. Wie finden Sie, läuft es bei Schwarz-Gelb? Läuft nicht so rund, ne? Es läuft nicht so rund. Was machen die falsch? Tja, die beschäftigen sich zu viel mit sich selbst und nicht mit den Inhalten. Ja aber sie haben ja keine Inhalte, ne? Noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. Dazu müssten Sie ja mal Gedanken machen über Inhalte. Wenn Sie uns vergleichen mit Frankreich. Lieber nicht. Stellen Sie sich mal vor, worüber redet ganz Frankreich jetzt? Über Carla Bruni und Nicolas Sarkozy. Wer hat was mit wem? Also nicht die beiden miteinander, sondern Sie mit dem anderen und er mit der anderen und so. Ja gut, das ist da gerade halt, aber gut. Aber Sie würden Sie natürlich, wahrscheinlich würden Sie sagen, wenn wir das in Deutschland hätten. Ja. Die Merkel hätte was mit dem Gutenberg oder sowas. Wäre natürlich spannend. Was, der Gutenberg hat was mit der Merkel?
So entsteht es. Das sollten. Ja, aber ich meine, ist ja was anderes, weil der kleine Sarkozy ist ja auch ein Lebemann. Ja? das war ja klar, das hat ja schon so begonnen. Das ist ja praktisch die Vermischung von Politik und Showbusiness. Ne? Leben Sie lieber in Frankreich oder in Deutschland? Ach, halbe. Also ich war gestern noch in Frankreich, das war wunderbar. Heute bin ich hier, es ist herrlich. Also die Mischung ist schön. Nicht? Wieso sind die Franzosen so viel radikaler? Zum Beispiel gibt es dort das Boss-Mapping. Wenn da die Kündigung kommt, dann wird der Chef gefangen genommen. Ah. Das finde ich ein sehr schönes Modell. Die Franzosen haben ja auch die Guillotine gehabt. Ja. Übrigens, die erste Guillotine wurde von einem deutschen Schreiner gebaut. Ah. Tobias Schmidt, aber... Wertarbeit. Ja. Deutsche Belange. Ja. Ein französischer Arzt hat sie erfunden, Herr Guillotin, weil er gesagt hat, das ist viel, viel menschlicher, jemanden unter eine Guillotine zu legen, als ihm mit dem Hackeball den Kopf abzuhalten. Mit dem Hackeball trifft man ja manchmal daneben. Ja. Mit der Guillotine, das ist typisch. Wir haben es, die Guillotine haben wir erfunden, ne? Wir haben das Faxgerät erfunden und die anderen machen Geschäft draus. So, und das ist so, es halt. Ne? So, die Franzosen sagen, wir sind hart, wir führen was durch, wir sperren den Sport. Sind die radikaler, die Franzosen, als wir? Ja. Woran liegt das? Das ist halt bei denen so Gewohnheit. Ne? Wir sind ein bisschen schläfriger und sowas. Wir warten ab, bis es vorbeigeht. Sind wir in der Krise vernünftig gewesen oder blöd? Ich will mal eins sagen, ich vermute, dass wir vernünftiger waren in der Krise. Vor der Krise waren unsere Banken blöder als die französischen Banken. Ah, ja. Weil unsere Banken sich viel mehr in diesen, was ich nicht verstehe, und selbst Helmut Schmidt versteht das nicht, was die Banken da gemacht haben. Die Banken verstehen es auch nicht, was sie gemacht haben. Nee, das versteht ja keiner mehr. Der Westerwelle versteht es, aber sonst... Sind Sie sicher, dass Sie das verstehen? Er hat sowas gesagt, ja. Das glauben Sie denn? Nee, natürlich nicht. Na eben. Ja, Herr Wickert, jetzt ist unsere Zeit herum. Sie haben die meisten Fragen zwar schon halbwegs beantwortet. Ich habe mir Mühe gegeben. Die Macht der Lobbys, aber ich habe ja jetzt noch andere Gäste, da kommen wir auch noch auf das Thema. Also Sie sind niemals bestochen worden, auch kein Bestechungsversuch. Nein. Wahrscheinlich bin ich nicht wichtig genug. Wenn ich mir jetzt auch sage, endlich kommt einer mal und sagt, hier, willst du was haben, wenn du nicht das oder das sagst? Ja, hätten Sie das genommen? Natürlich nicht. Ach so, Sie hätten nur... Aber man möchte doch mal etwas spüren wollen. Ah, jetzt verstehe ich's. Nicht derjenige, der nicht bestochen wird, der ist unwichtig. Ja, das stimmt. Sind Sie mal bestochen worden? Nee. Hat's mal jemand versucht? Ja, Sie haben da sehr gezögert. Sie haben da... Ja. Nee, es gab Versuche. Ja. Man kriegt manchmal so unaufgefordert Sachen zugeschickt, zeig das mal. Aber das habe ich noch nie gemacht. Aha. Was ich dann zeige, bezahle ich sogar, kaufe ich auch. Ich habe ja die Beat-Heftle, ich habe sogar Ihr Buch gekauft. Ja. Oh. Und das war jetzt auch nicht preiswert. Ja. Aber Gauner muss man Gauner nennen. Ja, Herr Wickert.